Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Wir sind ja immer noch in diesen Dahl-Waldstag oder Stark-Ruinen. Jetzt im Gewölbe, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben zwei spezielle Münzen schon gefunden. Wir müssen noch eine dritte finden. Dann soll angeblich, sollen die sich angeblich vermehren, wie man die in einen bestimmten Behälter reinpackt. Da wollen wir natürlich wissen, ob die sich wirklich vermehren und wenn, dann hätten wir es gern, das Geld. Wir brauchen ja Geld. Aha. Guck mal da hinten, wie kommt man denn dahin? Waren wir schon da? Ja, wir müssen hinspringen. Ha. Ja, gut. Naja, und dafür sind wir jetzt hingespringen. Toll. Alte Eisenpfeile könnte man mitnehmen. Nein, Silberamphore. Nur Trödel. Ja. Gemein. Jetzt sind wir wieder hier. Das sind die drei Vagabundinnen. Ach, und hier sitzt die Münzen, dieser Münzbehälter. Stimmt. Das ist wieder das Tor. Ich kann ja mal gucken. Benötigt einen Schlüssel? Wir müssen einen Schlüssel finden. Ja, habe ich mir Haben doch. Wir den Schlüssel? Nee, haben wir noch nicht, ne? Nö, haben wir nicht. Ich nehme an, das geht auf, wenn wir hier die drei Münzen reinlegen. Ja, ist anzunehmen. Es kann sein, dass das die Schatzkammer ist, in Anführungsstriche gesetzt. Ich kann ja schon mal die zwei reinlegen. Ja. Ja, wie du meinst. Würde ich nicht machen. Nicht? Na gut. Ich würde die erst reinlegen, wenn ich alle drei habe. So. Da müssen wir die dritte suchen. Ja, die müssen wir sowieso suchen. Wenn du meinst, dass wir da dann weiterkommen, dann brauchen wir die auf jeden Fall. Hier war es nicht. Hier ging es nicht weiter. Hier sind wir hergekommen. Ja. Da ging es sonst auch nirgendwo weiter. Hier gibt's Ketten, die kann man aber nicht benutzen. Nee. Ja, ich glaube, hier haben wir einigermaßen aufgeräumt. Ja. Unter diesen vagabunden Banditen. Oh, dann geht's wieder hoch. Ja. Nee, ist nur ein Korb. Da oben habe ich auch geguckt, das konnte man nicht mitnehmen. Mhm. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Dann kannst du vorne mal speichern, ne? Ja. Wer weiß, wo wir da hinkommen. Denn Pippa hat zwar einen ganz guten Bogen, aber langsam aber sicher wird er etwas schwach. Ja. Ist ja nicht mehr stark genug für die Gegner, die wir haben. Ich meine, es ist kein Problem, wenn die ihn nicht sehen, weil sein Schaden ja dann auch größer ist. Ja, da mache ich ja zweieinhalbfachen Schaden. Aber wenn sie ihn sehen, dann ist er, na. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das du geht hast, wieder nach rechts und nach links. Das, ganz das schmeckt blöd. Mir eigentlich gar nicht. Nee, ist nicht. Überhaupt nicht gut. Vor allem können die einen in den Rücken fallen. Okay. Wir gucken mal rechts. Hier was drin? Nee. Da ist einer. Der hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Das heißt, sie hat dich gesehen. Kommt sie? Nein, die wartet. Ja, jetzt bewegt sie sich, aber man kann ja... Ja, da ist sie. Ja. Gut. Hatte ich doch nicht gesehen. Wer hat dich denn dann gesehen? Ich hoffe, hier gibt es eine Maus, die dich gesehen hat und nicht irgendein anderer Typ, der dir gleich in den Rücken fällt. Ah, die hat wenigstens einen Dietrich dabei. Ja, und noch ein paar Startpfeile. Wo?
Ja, die sind aber hier gar nicht so schlecht ausgerüstet mit diesen Stahlharnischen. Die sind ganz gut ausgerüstet. Und deswegen, Moment mal, oh da ist nein, wer. wieder so einer. Gott sei Dank. Der hat seinen Schild jetzt gar nicht hochziehen können, um Und sich das zu ist gut schützen. so. Ja. Ja, wenn ich sie schnell genug erwische, dann ist das ja ganz okay. Aber auch wenn ich ausweichen kann, wenn ich nach hinten weg Ja. kann, dann geht's auch. Aber wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, dann ist das Im wahrsten immer Sinne des Wortes. ganz schlecht. Hm. Der hat ja überhaupt nichts. Naja. Aber auch schon überhaupt Ich gar weiß nicht, was wir nichts. brauchen können, aber er ist einigermaßen ausgerüstet. Ja, Tja. Dieser Gang scheint damit abgegrast. Das gefällt uns ja auch immer ganz gut. Was war das denn? Was ist denn das? Wir haben ja nichts gegen. Oh, guck mal. Jasmin, ist das die Tochter? Aber es ist Lea. Aber ein Täschchen ist da. Ja. Ja, Und das da ist die ist die geprägte dritte. Waldschlagmünze. Das ist die dritte. Warum nehme ich den Bogen runter? Ja, gut, dass du es gespeichert hast. Oh, wo komme ich denn da jetzt wieder raus? Bist du jetzt im Käfig? Ich bin im Käfig. Nein, bist du nicht. Waren wir denn hier schon? Das ist Nun, ganz, das Ganze ist hier doch ziemlich verwirrend. werden uns Leichen sagen oder aber gelehrte Truhen. Ja, es kommt mir bekannt vor. Ja, es kommt mir auch bekannt vor, aber. Ja, aber vielleicht sollten wir wieder zurück. Wir haben den einen Weg ja noch nicht gemacht, oder? Ah, das Das sind sind die die Leichen. drei. Und hier ist die Münze und da ist die Tür. Ja, Aber du wolltest doch aber. unten, glaube ich, noch ein bisschen Ja. gucken, wo es in die andere Richtung geht, oder? Ja, das machen wir auch. So, das hatten wir. Das hatten wir auch. Das war der, der nichts dabei hatte. Das ist die hier. Dann war das jetzt die Tochter, Jasmin, die sie nicht gefunden haben, von der sie annahmen, dass sie auch noch eine Münze hat. Und die andere, die wir zuerst gefunden haben, war die Mutter. Ja. Beziehungsweise die Frau von dem ehemaligen Burgherrn. Ja, vermutlich. Tja, aber hier scheint. Hier scheint aber niemand mehr zu Nee, sein, es scheint ne? niemand mehr zu sein. Hier sind allerdings so eigentlich wollten wir ja wieder zurück zu dem Münzding nachher, zu Ja, dem aber Münzbehälter. ich wollte mir das alles noch mal Ja, auf jeden angucken. Fall, wir waren ja hier noch nicht. Aber hier scheint nicht mehr viel zu sein. Nee, das war eine Tür. Wer Hier weiß, wo die ist nichts. hinführt. Ja, schon klar. Aber hier, der Baum bringt uns auch nirgendwo hin. Ne. Ne. Okay, dann gehen wir. Hat sich erledigt. Hätten wir uns sparen können. Ja. Aber wir hätten uns jahrelang gefragt, was wir hier Naja, das ist alles schon richtig. Ich meine, übersehen man muss haben. ja genau wissen. Jetzt kommst du aber Ach, direkt raus, das weißt Herzland, du. da will Das ich ist die ja Tür, auch von der ich nicht hin. gesprochen habe, die wir gesehen haben, da auf dem, Ja, was war im das Burg, war Burg? sie vermutlich, Wahrscheinlich ist ja, sie das. hast Ich nehme es recht. mal an, dass es ist, aber könnte ich mir vorstellen.
So. Denn es gab ja eine, so eine Tür. Hier lang. Vom Gewölbe aus, oder die direkt ins Gewölbe geführt hat. So, dann gehen wir hier unten rechts. Dann kommen wir nämlich gleich wieder da raus, wo wir eigentlich da wollen wir ja auch hin, ja. Ja. Du bist jetzt da rausgegangen. Und warum komme ich jetzt nicht mehr durch? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, drehe ich nochmal in die andere Richtung. Ich bin doch, gerade bin ich hier durchgegangen, gerade durch, vorhin. Ja? Ich hab's nicht gesehen. Du, ich hab's gar nicht gesehen, wo du durchgegangen bist. Wir haben doch, wir haben hier die Münze rausgenommen. Ja. Dann guck doch mal in alle Ecken rein. Hier ist eine Treppe. Da kommen wir jetzt runter. Ja, da muss ich den regulären Weg wieder. Nee. Ist doch okay. Da kommst du jetzt ja wieder raus. Da kommst du jetzt ja wieder dahin, wo wir hin wollten. Ja, ja. Das ist genau der Weg, den du gehen wolltest. Und da ist, ist ja dieses Ding. Ist ziemlich wurscht. Naja, der andere Weg wäre erheblich länger gewesen. Also, wenn wir von außen wieder reingekommen wären, wäre blöd. Na, das gewesen. Sowieso. Nee, das war klar. Na gut. Gucken wir mal, wo die Münzen sind. Ja, mal gucken, wo die Münzen jetzt gelandet sind. Kannst du vorher noch speichern, falls du es noch nicht gemacht hast. Du weißt ja nicht, was passiert. Oder? Ja, ich kann auch mal wieder richtig speichern. So. Jetzt aber. Ja. Hier, geprägte Wahlstadtmünzen. Vierte von unten. Ja. Drei Stück. Musst du reinpacken. Hast du die reingepackt? Ja, jetzt musst du rein. Die sind drin. Ach, die sind drin. Und dann? Na, dann guck mal, ob es aufgeht. Ja. Ja. Ich habe drauf gewartet, dass irgendwas... Du hast drauf gewartet, dass die Tür sich öffnet. Dass irgendeine Reaktion kommt. Ja. Geselle. Hübsch. Aha. Mal gucken, irgendwelche Fallen. Das ist die Schatzkammer. Können wir mal öffnen. Da ist ein... Dolch drin. Ich hoffe, es lohnt sich, dafür einen Dietrich zu spendieren. Ah. Knack. Ah, manchmal geht's so leichter, manchmal. Hm. Ah. Siehst du, man muss sich nur beklagen. Rundolch, naja, ein Rundolch ist auf jeden Fall eine Menge wert. Ja. 32, ja. Mal sehen, was wir noch so finden. Ja, ja. Ach, der ist von Haus aus leer. Ja. Es gibt ja ein paar Goldsäcke. Also. Meine, außerdem, was die Banditen für wohlhabend, also für tolle Sachen, also ich meine, was, die haben wahrscheinlich eine ganz andere Meinung zu Reichtum als wir. Ich schätze, dass du vielleicht ein bisschen überheblich bist, was das angeht. Ja, wie genau. Wie kommen wir denn da hinten? Aber ein paar Säcke, die wollen wir doch erstmal holen. Oder willst du die nicht gar nicht mitnehmen? Was? Säcke gab es da auch. Goldsäcke. Ja, muss langsam. Ich wollte eigentlich hier rein. Nö. Guck mal, hier sind Goldbarren und eine Statue. Aber wie kommt man hier rein? Hä? Kommt man großes da überhaupt rein? Rätsel. Kommt man da überhaupt rein? Na gut, wir gehen jetzt erstmal weiter. Und erstmal die offensichtlichen Sachen. Hier, Schlüssel zum Burgfried. Das ist doch gut. Oh. Gold. Einen. Einen Schweinehund und ein Schlüssel. Nur halt, da war noch oben, war noch was. Ja, langsam. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hau euch. Du musst doch arbeiten. Schweinehunde. Naja, es war ja auch nicht so schwierig. Nö. Oh, das ist doch klar, das Ding. Die Weinflasche ist kaputt gegangen.
Oh, jetzt ist der Wein kaputt. Kann man alles nicht mitnehmen. Nee. Nicht mal den Schlüssel hier. Einen Schlüssel hast du ja. Willst man du noch kann, mehr? Ja. Den ja, Schlüssel kann man nicht nehmen. So. Wein, oh, den kannst du noch mitnehmen. Ist doch nicht kaputt gegangen. Und da oben ist noch eine Silberamphore oder sowas, glaube ich. Ja, ja, Kerzenständer. Den kann man mitnehmen. Das ist ja auch ein gutes Verhältnis. Oh. Naja. Naja, diese ist eher 5 Verhältnis. Ah, eben. Lohnt sich eher nicht. Ich sag ja, wir sind schon ein bisschen verwöhnt. So, da geht's nur hier weiter. Und ich will ja hier rein zu den... Da kommst du nicht rein. Da gibt's keine Tür, oder siehst du das? Zu den Barren. Ja, Burgfried. Und das andere? Da war ja auch nochmal eine Tür nach draußen, oder? Oder war es, wo wir reingekommen sind? Nee. Die Gittertür. Das müsste die Tür gewesen sein, wo wir reingekommen sind. Ja, aber die war aus, als ob sie eine Draußentür gewesen wäre. Ja. Was ist das denn? Ach, da kommen wir wieder ins Gewölbe rein. Ja, genau. Ja, das sieht hier ganz anders zurück aus von der Seite. Ja. Und geh wieder durch, was soll's. Ja. Geh mal zum Burgfried raus. Ja. Das ist alles nur... Fake. Fake. Und ja, zu unserer Verwirrung. Na gut. So, sollte man uns aber nicht so entspannen, weil hier könnten immer noch Feinde rumirren. Ja, ja. Hier waren wir ja noch nicht. Ja. Nehme ich an. Nehme ich auch an. Guck mal, den Spiegel kann ich jedenfalls noch nicht. Der sieht schön aus. Ist doch ein Spiegel, oder? Nee, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Spiegel, ja. Ja, aber wo ist denn das? Was spiegelt er denn? Nee, es ist ein Fass, nee, oder? Oder was ist das? Ein Bild. Von Pflanzen umrahmt. Nee, ein Spiegel, aber ich kann gar nicht sehen, was er... Au. Das war jetzt nicht gut. Ah, das ist der Knochenbrecher. Wie der Biss eines Flohs. Du siehst ihn gar nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Ja, wer wird dich jetzt kriegen? Weil der haut dich jetzt in den Rücken und du siehst ihn nicht. Ach, du bist aber auch lustig. Uiuiuiuiui. Nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, du warst nicht oft genug joggen. Oh, ich fürchte, das wird nichts mehr. Nee, das schaffst du nicht mehr. Der brennt nach. Ja, klar. Du hast es doch geschafft, glaube ich. Du machst es aber auch immer unglaublich spannend, ist dir das klar? Nee, der liegt vor deinen Füßen. Ja. Der also unter, also das, ich muss sagen, wenigstens, es ist durchaus spannend. Man will immer wissen, ob du es schaffst oder nicht. Und irgendwie schaffst du das manchmal mit, hey, guck mal, da haben wir schon die, nee, das ist ein schwereres. Ist leider da hatten wir schwer. Schuhe, glaube ich, oder irgend sowas. Ja, ja. Kartoffel kann man mitnehmen. Kartoffel. Stahlgroßschwert der Feuersbrunst kann man verkaufen, oder? Ja, doch, das ist zwar vom Verhältnis nicht so toll, aber es bringt doch 157, ja, also ist 157 wert, die kriegen wir natürlich. Das sind nicht wahrscheinlich die vielen, die du ihnen reingejagt hast. Okay, dann gehen wir nochmal gucken. Aber vielleicht speicherst du jetzt mal, dass du es geschafft hast. Und dann isst du mal was. Ja, und dann sollte ich mal was essen. Und dann brauchst du bald wieder Ambrosia, wenn du so weiter. Ja, das werde ich bald mal wieder brauchen. Mann, ich hänge hier fest. So, ja, Krustenbrot ist immer gut. So, ich wollte hier nur so gucken, was das hier ist. Ja, das ist wohl ein Spiegel. Hm. Das ist, sieht doch ganz hübsch aus. Noch jemand hier? Nee. Ja, Mann, und es geht hier immer in 100 Richtungen. Hat er sich ganz hübsch eingerichtet hier. Ich blick's. Naja, ist ja oben der Burgfried, wo du oben warst und wo du nicht reingekommen bist, glaube ich. Wo stand, du brauchst einen Schlüssel. Da kommst du jetzt wahrscheinlich raus. Das könnte sein. Ja, der hat es sich gemütlich gemacht. Diebestiefel. Diebstiefel, das sieht gut aus.
Feinstahlhelm. Ja. Oh. Man muss doch ganz genau hingucken. Ich bin jetzt frech. Mit der Fackel kann man viel besser gucken. Kleines Tagebuch. Oh, siehst du, das hätte ich überhaupt nicht gesehen ohne Fackel. Sie hat sie lesen. Tja, tja. Toller Typ, ha? Tja. Tja. Ja, gegen Bildung hilft nur Kopf ab. Genau. Ist das ein Hinweis, dass man sich die Bilder genauer angucken soll? Oh. Ich glaube, eigentlich eher nicht, weniger. Ne? Oh, die Farben sind ganz hübsch. Okay, welche Tür nehmen wir denn jetzt? Na, am besten vorzugsweise die. Ja, überall kannst du ja raus zum Herzen. Kannst du mal rumlaufen, wenn du willst, und gucken, ob du überall hier zum Herzen kommst. Aber ich glaube schon. Also bis auf da, wo du jetzt hergekommen bist. Also hier geht's auf jeden Fall mal raus. Falls wir rauskommen. Hm. Kommt schon raus. Ja. Aha. Ja, ja, das war da die eine Tür. Genau, das war die eine Tür, wo dran stand. Hm. Das war, wenn man kommt, rechts rum. Dann und da bist du ja hergekommen, wo das dunkle Loch ist. Und hier ist auch Herzland. Und da ist aber viele, viele von diesen Bildschirmen. Gleich daneben? Ja, dreh dich um. Guck dich um. Das ist einfach nur so ein Zwischendix. Ja. Genau. Einmal links rumgucken, einmal rechts rum. Ja, sollte man besser nicht runterspringen. Runterfallen. Ja. Kemenate? Die kennen wir, glaube ich, doch, noch. Doch, wir waren doch in der Kemenate drin. Ich habe mir noch überlegt, dass ich frage. Naja, ist egal. Wir waren aber nicht auf dieser, nicht hier oben auf der, in der Kemenate. Das, au, 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 au. Wir waren nicht hier oben in der Kemenate. Ich platz hier so einfach rein. Ja. Eieiei. Das war jetzt nicht gut. Ich hoffe, du hast gespeichert mal irgendwann. Hoffe ich auch. Ja, das kann man wirklich nur hoffen. Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut geschützt. Du solltest vielleicht dich doch wieder noch mal ein bisschen hier mit Finger versehen. Na ja, egal. Du solltest dich. Eieieiei. Ja. Anschließend bist du dann tot, weil du zu viel von dem Organismenfieber hast. Das wirst du bereuen. Ja, wo bist du denn? Stirb, du Dreckskerl! Na los! Kannst du mal mit dem Feuer arbeiten vielleicht? Nein, ich hab keins mehr und ich komme hier auch nicht weg. Na dann. Ich hab kein Mana. Da hat die mal so viel Organismenfieber hat der auch was. Nee, da ist immer noch einer. Nee, das machst du jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich meine... Ja, ich hatte doch kein Manner mehr. Ich konnte kein Feuer mehr machen. Nein, aber auch. Naja, das ist die Kemenate. Was ist eigentlich eine Kemenate? So ich dachte vorher mal, es wäre so ein Kabuff zum Zurückziehen. Ja, genau, oder das dachte ich eigentlich auch immer. Ist es ja vielleicht. Die haben noch nicht mal was einigermaßen Vernünftiges dabei. Nein. Hatten sie auch nicht, es waren so viele. Die brauchten nichts Besonderes. Die hatten die Groschen holen wir uns schon. Ein paar Groschen in der Tasche, aber ansonsten auch nichts. Wir müssen uns mal dein Arkanistenfieber angucken. Doch. Ja, das sieht bestimmt... Mann, das ist aber ein teurer Spaß hier. Eisentopf, Eimer.
Ja, am besten schläfst du jetzt erstmal eine Runde. Das ist alles nix, nix. Das heißt nix, also, nix. Wir hätten euch in der Kemenate, wir waren ja schon mal drin, aber unten, im unteren Stockwerk. Ja. Wir hätten dann da auch ruhig noch höher gehen sollen. Da hättest du vielleicht auch wäre es vielleicht nicht ganz so, so schwierig gewesen. Dann hättest du nämlich von Weitem vielleicht treffen können. Den einen oder anderen. Tja. Na gut, das warst du auf jeden Fall dazu gezwungen, mal ein bisschen Nahkampf zu üben. Ist ja auch nicht üben. Man muss überall immer das Positive sehen. Das wird ein teurer Spaß. Naja, ein Hausbesitzer kann sich das was leisten. Was macht denn mein... Ah ja, 22. Nein, du hast doch keine 26 erreicht. Also. Ja, kannst ja, also... 30 ist kein Thema. Aber ich weiß auch gar nicht, wann es anfängt, Wirkung zu haben. Oh, meine schon wieder Geselle. Knack. Ah ja. Boah. Das hat sich mal wieder gelohnt. Gut, dann ist das Ambrosia schon wieder drin. Ja? Da freue ich mich. Ja, so ist 1000 wert. Da müsste ich schon genug kriegen, um 200 für... Oh, pass auf, da muss eine Bodenfalle sein. ...Ambrosia bezahlen zu können. Da ist doch irgendwo eine Falle verflixt. Natürlich ist da irgendwo ein Auslöser. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich. Aber wo? Weil davon ausgegangen wird, dass du von dort kommst. Von... Oh, ich hoffe, du hast gespeichert. Das ist eindeutig eine Falle, aber... Ja, die kann überall sein. Ja, vorzugsweise wohl... Ja, aber irgendwie... Sie tut dir ja hier auf dieser Seite weh. Sie klappt ja rum merkwürdig. Und gibt dir eins vor, ballert dir eins vor deinen Latz sozusagen. Das ist ja merkwürdig. Oder ist dahinter was versteckt? Ja, das kann natürlich sein. Und dahinter ist auf jeden Fall ein Beutel, glaube ich, ein Geldbeutel. Sieht aus wie ein Geldbeutel. Ja. Aber geldgierig wie du bist, sollte ich dich nicht drauf stoßen. Weil du machst dich da nur unglücklich. Wisst ihr? Der ist Mann, wie kommen wir denn da hin? Ich verstehe das nicht. Das verstehst du schon, wenn der Tod an der Ding zerklitzt. Was machst du denn hier? Oh, ja, das war nur... Reflex. Reflex. Erstmal zuschlagen. Aber ich habe da den Auslöser nicht gesehen. Du? Nein. Naja, es kann diese Platte sein. Ja, nee. Das ist ja keine Platte, das ist ja nur ein runder Stein. Das hier ist ja nur ein Schatten. Ja, das ist auch nur ein Stein. Ja, der Schatten von dem Kronleuchter hier. Hm. Tja, das Rätsel werde ich wohl nicht so schnell lösen, ne? Nein, dann gehen wir wieder. Und warum bist du jetzt hier? Achso, du bist hier runter wieder. Und willst denn da hinten raus? Hier waren wir doch noch nicht. Nö, jetzt kommen wir aber hier nur durch diese Dinger hier durch. Und da hier waren wir schon. Kommen wir wieder nicht durch. Und da sind die Schinken, die ja, wir nicht nehmen können. Die kennen wir schon. Und hier sind wir nicht weitergegangen. Und hier sind wir nicht weitergekommen. Ja. Das heißt, nicht weitergekommen. Ja, weil da ja... Ja, ich meine, hier sind wir nicht weitergekommen. Aber wir sind da auch nicht da weitergegangen. Da ist nur die Treppe. Ja, da war ja das Holzgitter. Ja. War ja keine Tür, da haben wir ja keinen Riegel oder sonst was gefunden. Ja. Schön an der Seite. So. Ja. Mehr scheint hier Nein, nicht hier zu ich... sein. Hier ist einiges, aber das kann man alles nicht mitnehmen. Nee, wir sind nur ein paar Leichen. Oh. Da hast du fleißig gearbeitet. Tja. Ja, das kann man hier rausgehen. Und gut das ist gelitten. Ziemlich egal, wo wir rausgehen. Okay. So, jetzt sind wir wieder ja, hier. Hier kommen wir nirgendwo hin. Aber wir müssen hin. Wieder zurück zum Burgfried. Hier können wir wieder nur in den Und Burgfried Und du kommst aus dem Burgfried zurück. Wieder raus.
Was sollen wir jetzt auch tun? Weil hier sind wir hochgekommen, wo dieses dunkle Loch ist. Ja. Und hier, naja, egal. Kannst auch wieder zurückgehen, falls du nicht sicher bist, aber wir sind da auf jeden Fall hergekommen. Ja, hier gehen wir jetzt raus. Genau. Und jetzt machen wir Schluss. Das reicht mit den blöden, ja. Mit diesen blöden Ruinen, ja. Aber es war ganz lustig, finde ich. Okay. Weißt du was? Ja. Wir gehen jetzt erstmal noch ganz schnell zurück nach Ark. Dann weiß ich nächstes Mal, dass ich mir erstmal meinen Bogen verbessern muss. Können wir machen. Machen wir aber in der nächsten Folge dann, okay? Genau. Gut. Und wir werden jetzt ausgehen nach Ark reisen. Okay, bis dann. Ja, dann sehen wir uns in Ark. Genau. Genau. Okay. Ciao. Bis dann. Tschüss.